Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. Ja, ich habe tatsächlich jetzt mal nach neuen Mods geguckt, habe aber keine hinzugefügt. Ich wollte eigentlich drei Mods hinzufügen. Einmal der, dass die Turrets hier nicht mehr aufgeladen werden müssen. Da gibt es nur eine inoffizielle 1.5er Version. Die offizielle Version wurde nicht geupdatet. Aber die inoffizielle habe ich mir nicht geholt, weil da steht, dass die ein paar Probleme verursachen kann und dann nicht richtig läuft. Und da hatte ich dann keine Lust. Dasselbe mit Mend and Repair, also der Mending-Mod, wurde noch nicht geupdatet. Offizielle Aussage ist vom offiziellen Patch, dass an dem noch gearbeitet wird und dass man auf GitHub Progress sieht, aber wohl der noch nicht durch ist. Es gibt eine inoffizielle Version, die habe ich mir aber nicht geholt, weil da auch viele geschrieben haben, dass es da zu Errors führen kann und zu Problemen. Der dritte, der wäre geupgradet, also der wäre fertig, aber ich habe mir gedacht, okay, für einen Mod habe ich jetzt keine Lust, Steam wieder die Collection zu suchen, das alles hinzuzufügen, also habe ich den auch nicht hinzugefügt. Ich überlege gerade, wie hieß denn der dritte, den ich noch hinzufügen wollte? Ach so, das wären die Quality Colors, so heißt der. Der würde dann hier, hätte den hier unterschiedliche Farben gegeben. Ihr kennt den schon aus anderen Projekten. Ne, der gut wäre grün. Exzellent wäre blau. Meisterhaft wäre, glaube ich, rot. Und dann gibt es noch legendär Gold. Nee, ihr kennt den. Aber den habe ich dann jetzt nicht reingenommen. So, wie sieht's denn hier aus? Wir wollten jetzt für zukünftige Teile einen Stall bauen für die Tiere, falls wir nochmal sowas wie den Blutregen bekommen. So, die Tiere haben es tatsächlich geschafft, einen Autokanonenturm zu zerstören. Ja, wir warten jetzt, bis die Fallen ein bisschen repariert sind. Dann werden wir den nächsten Oh, ein Mechlink-Ding ist fertig. Den nächsten hier, wie heißt er denn nochmal? Diabolus holen, damit wir Jo upgraden können. Okay, wo ist denn jetzt das Teil? Also nochmal. Gehen wir mal jedes einzelne durch. Geht das vielleicht so? Ah, es geht so! Ja, ich wollte eigentlich ja die Dinger hier die ganze Zeit farmen, bis ich einen Splitter hab. Aber der Blutregen hat mich dann doch ein bisschen abgeschreckt. Der war ein bisschen stärker, als ich erwartet hatte. Oder hat mir mehr Probleme, als ich erwartet hatte. So, was ich gern testen würde, ist, kann ich mehrere von den Dingern, also von denen kann ich drei haben, aber die Frage ist, kann ich jetzt dann auch den Gestator, komm, wir machen das nämlich jetzt dann mal so, oder würde der den wieder entfernen? So, wir warten, bis unsere Soldaten gesund sind. Oh, die linke Niere wurde zerstört, das ist aber nicht gut. Kondul, hast du noch eine Niere, die wir entfernen können? Ja, entfernen wir mal die linke Niere. So, haben wir sonst noch Verletzungen? Ihm verabreichen wir auch nochmal Antibiotika.
So, nachdem Antibiotika gedingst wurde, wird jetzt... Niere implantieren links. Damit das schneller heilt, ist so ein bisschen die Hoffnung. Deswegen verabreiche ich ihm hier auch noch einen Dandelion-Tee und einen Barley-Tee. Sehr gut. Könnten so langsam Raumschiff bauen. Aber das war ja eigentlich gar nicht der Plan. Ich habe es aber noch nie gemacht, tatsächlich. Ich habe noch nie ein Raumschiff gestartet. Max, wo wird gebaut? Okay, er kümmert sich ums Verarzten. Es wird Zeit, dass Prolet wieder uns beitritt. Weil dass der zum Feind wurde, habe ich nicht verstanden. Das ist ein Staubmantel. Da habe ich hier wie so ein Kimono, sieht das aus. Hier werden noch die ganzen Toten getragen. Lau kann wieder laufen. Wo sind eigentlich Pascal? Pascal schläft. Wer ist noch für Tiere zuständig? Bambi. Holt eine Henne. So, Max, wo wird gebaut? Kümmert sich immer noch um die Verletzten. Ich denke, ich würde ihn gern entkleiden. Solange der Gefangener ist, darf der natürlich keine Rüstung und so tragen. Schnell, bevor die anderen das anziehen. Ich hätte gern Prolet ready, bevor ich angreife. Lau hat seine Waffe gedroppt. Du kriegst wieder eine Impulslanze. Ach, guck mal, ich sehe hier, wann der fertig ist. War das schon immer so? Das habe ich vorher nie gesehen. Ich kann noch nicht erwecken. Es fehlt noch 4 Nachforschungen. Fortgeschrittene Entitätsdinger fehlen noch. 4 Stück. Ey, der Blutregen, der war...
noch ein Obelisk. Ich würde aber auch gern mehr erkunden, aber ich brauche mehr Soldaten, ne? Oh, wir können hier langsam Licht reinknallen. Und hier fehlt noch ein Stromkabel. Fehlt sonst noch wo ein Stromkabel? Hier, theoretisch. Na, sonst läuft. So, wir wollten jetzt noch 2 Transportbots machen. Ich werde hier die Farbe so ein bisschen ins Rötliche verschieben. Ach, kann ich noch nicht, wenn die noch nicht gebaut sind. Max, wo baust du? Er baut immer noch nicht. Slau noch so stark verletzt. Michi, kannst du mal Prolet dingsen? Wer ist jetzt eigentlich der Boss geworden? Das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ich glaube, Avia, ne? Ja, Avia ist jetzt Boss. Und die Fallen werden auch endlich wieder gebaut. Ach so, was ich gucken wollte hier. So, dann hat der. Könnten wir noch einen großen tatsächlich? Ist geplant der Pikin hier. Ich habe überlegt, mir noch einen zweiten Mechanitor zu holen. Einen für den Kampf. Und am besten einen Soldaten. Und einen halt, wie jetzt Jo, dann für die ganzen Arbeiterbots. So, wann wird denn hier jetzt mal rekrutiert? Ich sehe keinen als Wärter arbeiten. Was soll denn das? Weißt du, Gersa und Avia machen da gerade ihr Liebesspiel, während ich das mich ums Baby kümmere und wir beide dabei zugucken. Ja, Daniel H., ne? Wir beide, wir beobachten das mal, was sie da machen, damit du schon mal lernen kannst.
Bräuchten auch nochmal Bauteile. Hypergewebe. Das sind keine 400%. Was haben wir denn hier? Hier die Jade machen wir. Die Plastallblaps machen wir. Und das Hypergewebe machen wir auch. So, jetzt werden wir hier auf jeden Fall das Plastallblaps einschmelzen erstmal stoppen. So, und wir hatten, hier müssen wir irgendwo 400 Hypergewebe haben. Das werden wir auch verbieten. Erstmal verbieten. Haben wir jetzt auf jeden Fall sehr viele Aufträge, die wir jetzt erstmal gut verticken können. So, Bauteile. 50 Stück für 119. 19 Tage. Weißt du was? Wir machen mal 100 Stück. Zack. Wir haben ja ein bisschen was auf der Bank. So, jetzt machen wir Hightech-Bauteile. Tage 50 Stück 9000, das, boah, das ist viel. Machen wir 30, zack. Die 50 hätten wir machen können, wenn wir einen der anderen Aufträge schon gemacht hätten. Ah, das bionische Bein wird gebaut. Sehr gut, damit Pascal, der wartet schon so lang da drauf. Von denen brauchen wir jeweils im Moment erstmal nur zwei. Weil das wäre ja am besten, wenn das jeder unserer Leute kriegt. Vielleicht machen wir das so. Werde ich den auf jeden Fall auch vorbereiten, dass da auf jeden Fall vier permanent immer drin liegen können. Wir haben echt sehr viel Plastallblubs. Wir bräuchten theoretisch auch den Plastall. Steht die? Geht. Soll ich nochmal warten, bis die Grube rumort, bevor wieder alles gleichzeitig passiert? Wie viel Stahl haben wir eigentlich? Wir haben noch ein bisschen was. Schlürfer greifen an. Ach shit, die sind hier auch direkt nah. Oh, die werden direkt aggressiv. Die werden direkt durch etwas gepult.
shit, da kommen welche in die Basis. Wir müssen in der Basis. R1, T3. Warum sind die denn böse? So, Türen offen halten. Auf Position, Leute. Du öffnest die Türen. So, sie kommen. So, ich werde die Max noch nicht zurückbeordern. Scheiße, jetzt kommen die. Und die rennen da lang. Das gibt's doch nicht. Jetzt chillen die. Während ich hier vorbereitet bin für die. Da ist wohl ein Schlürfer in eine Bombe gelaufen. Die platziert worden, das hat wohl alle gepult. So, ich werde jetzt alle in Gebiet 1 verlegen. Damit keiner in die. Sehr gut, Polet ist am Start. Wir gehen mal in Slow-Mo rein. So, Polet steht noch auf Berserker. Dann kriegst du direkt auch das Langschwert. Genau, rüste dich direkt ein. Du darfst da nicht runterlaufen. So, Prolet. Muss ich noch was anziehen? Ist Prolet auch hier noch eingeteilt? Nein. Helft den mal bei der Tür. Wobei, lass es. Prolet, mach mal die Tür auf. So, ihr macht erstmal wieder, was ihr wollt. Prolet, denkst du, du kannst sie alleine platt machen?
So, Tür wieder schließen. Die auch. Dann haben wir, glaube ich, alle, oder? Wir setzen wieder alle auf unbegrenzt. Ihr auch. Max, einmal bitte den Zaun reparieren. So, dann stellen wir mal Prolet ein. Ja, Prolet könnte eigentlich alles machen. Aber er soll beim Bauen helfen. Tja, kaum wurden die Fallen alle wieder benutzt. Wir haben aber leider keinen Splitter bekommen. Ich habe gehofft, ich würde nochmal so einen Splitter kriegen. Ich weiß gar nicht, habe ich eine Lagerstelle dafür? Hier sind, glaube ich, die Ritualmasken. So, wir bräuchten für die Labradore theoretisch noch Schlafplätze. Halt, wo es sich anbietet. Nicht jeder hätte ja gern Tiere zu Hause. Wir müssen aber auch irgendwann nochmal Strom durch den Boden legen, durch die Wände. So, jetzt können die erstmal machen. Richtig, Max? Ja, wird direkt losgelegt. Bloody wurde verletzt. Wo war das denn? Haben wir denn überall so viele Granaten rumliegen? Weil eigentlich hat sich noch keiner die Mühe gemacht, die zu bauen. Max, was machst du den ganzen Tag? Den Stall.
Na gut, dann würde ich sagen, war es das erstmal für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao. Wobei wir machen das mal, priorisieren mal, damit das mal hier vorangeht. Also bis dann. Ciao.